Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin jetzt unter den Kommentaren gefragt worden, ob ich nicht mein neues Software-Setup einmal vorstellen kann. Dafür habe ich am Samstag schon ein Video mit dem Handy gemacht, was jetzt direkt hier im Anschluss folgt. Da geht es um die Hardware. Da würde ich euch erstmal den Ton mitgeben, den ich am Samstag aufgenommen habe. Da sind Hintergrundgeräusche drauf, also Musik von der Veranstaltung und ich glaube auch eine kleine Rede von dem Kollegen, bei dem wir dort gewesen sind. Dann würde ich, wenn ich was vergessen habe, das sehe ich ja gleich auch, würde ich nochmal was nachvertonen, entweder in dem Video mit Pausen oder eben hinterher. Und dann würde ich mit euch zusammen an den Rechner gehen und euch am Rechner zeigen, was ich da so benutze und habe. So, jetzt habe ich leider selber gemerkt, dass das mit dem Sound überhaupt nicht so gut funktioniert. Leider ist die iPhone-Kamera so gut, dass die Nebengeräusche viel, viel, viel zu laut sind. Deswegen vertone ich das jetzt noch einmal nach. Ihr seht also hier oben links mit dem Display, was an ist, mein Funkmikro. Dann daneben das In-Ear, unten drunter das RME-Interface, hier unten links zwei DI-Boxen, die direkt in das Cut-Core reingehen. Aus der DI-Box gehen zweimal FOH-Sound raus, also Keyboard-Sounds, dann einmal Klick und einmal Mikrofon. Dann der Mac Mini, der hier steht, den habe ich extra verkehrt rum eingebaut, damit ich an den anderen Ausschalter komme und alle Kabel reinmachen kann. Dann haben wir hier Powercon-Eingang, das kommt vom Bühnenstrom irgendwo, Powercon-Ausgang, der zum Stativ geht und hinten nochmal eine Powercon-Buchse für irgendwas anderes. Dann gehen wir hier zum Stativ, sehen hier das Powercon-Kabel, was vom Rack kommt, dann eins für die Lampe und eins für das Keyboard. Das für das Keyboard hier unten, das geht durch den Holm bis nach oben, kommt hier oben raus. Da habe ich mir selber Abdeckkappen gedreht, die jetzt dann das Kabel halten, unten halt die LED und die zwei USB-Kabel zum Keyboard und zum Monitor. Hier oben. Das heißt, ich habe jetzt ein sehr, sehr aufgeräumtes Hardware-Setup, bei dem eigentlich nur einmal Strom und zwei USB-Kabel geliefert werden. Dann hier unten mein Floorboard, das habt ihr schon mal gesehen. Das Hot Tone Audio ist da meine Hauptquelle. Das funktioniert mit Bluetooth zum Mac Mini. Da sind dann ein Sustain und das Expression-Pedal dran und das läuft jetzt alles über die Powerbank, die einen zusätzlichen USB-Stecker benötigt, weil der Strom sonst zu gering ist, der da fließt. Das heißt, der USB-Stecker sorgt dafür, dass mehr Strom aus der Powerbank gezogen wird. So, und wie versprochen will ich euch jetzt hier zeigen, was mein Software-Setup ist. Und zwar ist mein Software-Setup Gig Performer. Da habe ich ja schon ein paar Videos drüber gemacht. Das heißt, ihr habt das schon gesehen. Da hat man hier so eine Setliste oder seine Songs in Rackspaces sortiert, kann dann hier nochmal unterschiedliche Variationen machen, mit denen man dann ganz viele Sachen schalten kann. Das ist wie eine Szene am Yamaha oder eine Karma-Szenewechsel am Core Kronos. Dann kann man das Ganze auch noch hier über die Setliste machen. In der Setliste kann man zum Beispiel einen Rackspace mehrfach verwenden und auch mit unterschiedlichen Einstellungen dann speichern. Das ist eine ganz, ganz coole Sache. So, Gig Performer läuft aber im Gegensatz zu Mainstage. So, es ist hier unten ein roter Balken, das ist Predictive Loading. Der lädt nicht immer das gesamte Set, sondern man kann ihm vorher sagen, ob er 3, 5, 7 und dann immer in Zweierschritten Songs laden soll, um den Speicher nicht zu belasten. Dadurch ist Gig Performer relativ sparsam, was den Speicher angeht. Jetzt muss man einmal kurz warten, dass ich wieder zurückspringen kann. So, jetzt springen wir zurück und dann kann man hier Buttons, Pedale und so weiter anordnen und die dann über einen externen Controller steuern oder eben, wenn ihr mal hier oben drauf achtet, wenn ich jetzt hier unten umschalte, dann kann man auch über so eine Variation das umschalten lassen. Und jetzt suche ich mal eben hier, hatte ich gerade extra ausgesucht. Jetzt klicken wir mal hier unter Wiring und dann seht ihr, das sieht ein bisschen durcheinander aus. Das kann man natürlich auch sortierter machen, aber eigentlich ist das relativ klar. Das Wie erzähle ich in anderen Videos, jetzt zeige ich euch halt nur, was ich da so benutze. Also ich benutze dieses Metronom hier oben, da kann man Play drücken, das kann man auch auf eine Taste legen oder auf einen Controller legen zum Starten. Das schicke ich an den Schlagzeuger, weil wir 2, 3 Songs mit Backing spielen, aber ich auch viele Arpeggios laufen habe, die natürlich klickabhängig sind. Arpeggios nutze ich, damit ich flexibel bin im Songablauf. Die Songs mit Backing sind tatsächlich so Songs, die man einfach durchspielt, wo sowieso nicht viel passiert, was Publikumsparts angeht. So, dann benutze ich als Piano neuerdings hier Pianotech. Das, oh, guck mal, ist eine neue Version available. Die kann ich mir dann mal drunter laden. Also Pianotech. Ich habe zwischendurch auch Keyscape benutzt. Allerdings komme ich mit Pianotech ein bisschen besser klar. Pianotech spielt sich eher so für mich wie der Nordstage. Und ja, das passt sehr, sehr gut. Dann habe ich hier einen Sampler, den TX16, den ich für Samples benutze.
weil man mir davon abgeraten hat, den AU-Sampler von Apple zu benutzen, also im Geek Performer Forum, weil man da sich nicht einig ist, wie stabil der wirklich läuft und wie speicherhungrig der ist. Allerdings hatte ich nie Probleme mit dem. Dann benutze ich sehr oft den Korg Triton Extrem. Hier, ich mache den auch einmal auf, dass ihr den mal gesehen habt, habe ich auch schon mal gezeigt. Den benutze ich sehr oft. Warum? Weil ich damit eben klarkomme. Das ist wieder Korg Kronos in seiner HD-Engine und da kriege ich relativ schnell das raus, was ich haben möchte. Dann habe ich den Numa Player, den benutze ich auch sehr gerne. Mir gefällt der Streicher tatsächlich. Und der hat auch zwei DX-Pianos, die ich sehr cool finde. Den benutze ich wirklich oft. Und dann, genau, das ist es hier gewesen. Brass ist auch Triton Extrem. Ich benutze die Chord-Funktion hier, die benutze ich sehr oft. Das heißt, ich kann hier auf eine Taste einen ganzen Akkord legen. Das ist das, was ich beim Kronos mit den Pads mache. Deswegen bin ich nie auf den Yamaha MODX oder Montage umgestiegen live, weil ich das seit 12 Jahren mache mit diesen Pads und keine Lust habe, mich umzugewöhnen. Das kriege ich mit Sicherheit irgendwie hin, bin ich aber ehrlich gesagt zu faul zu. So, dann benutze ich noch von Native Instruments die Session Strings und die Session Horns relativ oft und den Oberheim OPX und den Jupiter. Den benutze ich auch sehr, sehr häufig für einige Sachen. So, ich habe dann natürlich, zeige ich euch auch mal eben, okay, ein bisschen weiter oben. Ich habe mir natürlich eine riesen Liste an Plugins. Die seht ihr jetzt nicht komplett, weil die unten aus dem Bildschirm verschwindet. Aber es ist halt schon sehr viel und man muss sich das gut überlegen. Hier Valhalla-Effekte benutze ich auch. Da muss man sich wirklich gut überlegen, was man braucht. Den Kompressor kann ich euch nur empfehlen. Macht nicht zu viel, nehmt nicht zu viel. Da überfordert ihr euch nur selber mit. Ja, das so als kurze Übersicht.